Ja, das sind wir. Wir sind cool. So, wollen wir mal sehen, wo uns das jetzt wieder hinführt. Ich weiß es natürlich, aber ist egal. I. Autsch. Hier findet uns der Kanzler nie und nimmer. Aber wo sind wir? Gute Frage. Die Zivilisation hier scheint so fortgeschritten, als wären wir in einer anderen Welt. Genau das sind wir nämlich. Also was heißt sind wir nämlich? Ich bleib mal kurz stehen, damit man sieht. Okay, wir wissen es noch nicht, wo wir sind, aber wir werden es gleich erfahren. So, gehen wir mal hier hin. Trankuppel. Hier sind Menschen. Hallo. Habt ihr Geld? Ja. Das soll Geld sein? Naja, ich habe jedenfalls gute Sachen. Okay, wir haben Gold und können ganz viel Zeug kaufen, was wahrscheinlich sinnlos ist, da wir alles wieder finden, aber wir haben so viel Geld, wir kaufen einfach mal und kaufen noch mehr und dann kaufen wir auch mal so ein Ding da. Und der da unten, ja, ich kann mit dem Zeiger nicht hin, das ist doof. Und mit dem Mauszeiger könnte ich theoretisch hin. Den würdet ihr auch sehen, aber das ist mir zu anstrengend gerade. So, ja, wir. Ah, man kann doch mit dem Cursor hin. Sie habe ich gemeint. Ja, okay, dann hat sich das erledigt. Für Sie können wir hier leider keine Waffe kaufen, mehr wollte ich nicht sagen. Geld sparen. Irgendwann zahlt es sich aus. Ist mein Motto. Ist ein gutes Motto. So, wir wechseln mal alles rum, weil dann halten wir mehr aus und dann sind wir noch stärker. So. So. Habe ich ihm auch? Ja, habe ich beides gegeben. So. Gradanzug. So, sie hat eine Schleife. Was macht eine Schleife? Die Trefferquote hoch. Jetzt ist die Frage, hat sie denn so eine schlechte Trefferquote? Das wollte ich gar nicht. Genau. 10, 10, 11. Ohne 9. Ja, das scheint mir doch ziemlich schlecht. Okay. Dann lassen wir ihr mal die Schleife. Was bist du? Essen gibt's in der Ariskuppel im Nordwesten, jenseits von Labor 16. Aber die Monster reagieren nicht auf Schwerter und oder Pistolen. Okay. Friedenskuppel? Nie gehört. Dies ist die Trankuppel. Essen gibt's hier nicht. Was hat er gesagt? Friedenskuppel? Ja, okay. Königreich? Wo? So, dies ist ein Innatron. In ein paar Sekunden fühlt man sich aus gut. Aber den Hunger stillt er nicht. Ja, denn diese Dinger sind unsere Hotels jetzt quasi. Da können wir uns drin heilen. LP, MP wiederhergestellt. Aber der Hunger bleibt. Mit einem schönen kleinen Magenknurrengeräusch im Hintergrund. Ich wüsste nicht, dass dieser Hunger irgendeinen Unterschied macht, aber heilen tut's und von daher optimopti. Ich glaube, wir gehen mal Richtung Norden. Ich glaube, das wäre ganz gut jetzt. Was ist das? Labor 16. Genau. Das müssen wir jetzt einfach durchqueren und dann geht's auch schon weiter. Das ist quasi von der Location her sowas wie der Wald, um in Schloss Guardia reinzukommen. Ach Gott, ja. Diese Ratten stehlen uns unser Zeug und das ist nicht gut. So, jetzt muss ich meine Skills einsetzen. Tja! Ein Berserker. Berserker ist verdammt gut. Aus den meisten Final Fantasy-Spielen kennen die Leute, die das hier wahrscheinlich gucken, vielleicht aufgrund von Final Fantasy. Berserk vielleicht lässt einen ununterbrochen angreifen, aber erhöht auch die Angriffskraft. Und wir haben gerade einen kritischen Treffer gelandet und alles vernichtet. Eine Octoburner. Ist mir eigentlich egal, was das ist. Ich will es gar nicht hier haben. So, ihr macht den eh nicht kaputt, weil ihr doof seid. Und du versuchst dich an der Blume. Oder auch nicht. Sein Schaden ist unglaublich mit dem neuen Schwert. 90. Ist schon krass. Wir werden später noch ganz anderen Schaden machen, aber für den Moment ist das schon verdammt gut. 62 nur. Okay, dann haben die Gegner eben nur eine schwache Defense gehabt. So, ganz viel Zeug wieder bekommen. Das können wir, glaube ich, nicht umgehen. Sind auch neue Gegner, ich würde den Kampf nicht rausschneiden. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Krater. Diese Krater sind, ja, was heißt, sind, können ziemlich gemein sein, aber sind auch genauso schnell tot. So. Die Blume machen wir jetzt auch noch kaputt, die sich gerade heilt, obwohl sie keinen Schaden davon getragen hat. Ja. Aber die hält verdammt viel aus, muss ich sagen. Egal, tot ist tot. Eine fleischfressende Blume ist es sogar. 64 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, Gold, Ether, ganz viel Zeug halt. Okay, so.
Was haben wir hier? Werde ich nie erfahren, glaube ich. So. Den Kampf kann ich eigentlich rausschneiden. Werde ich auch tun. Eine Kiste. Eine Magnetklinge. Das ist jetzt gut zum Verkaufen. Aber wir haben die andere ja nicht gekauft, sondern gefunden. Von daher ist es in Ordnung. Ich weiß nicht, was da oben ist. Ich gucke einfach mal. Ich glaube, nach rechts ging es aus dem Gebiet raus. Ja, dann klau mir halt einen Tonic. Und du auch, Arschloch. Ging es hier nicht raus? Nein, okay. Ich glaube, die Ratten respawnen nicht. Nein, tun sie nicht. Danke. Magnetbogen. Okay, deswegen haben wir keinen gekauft. Wunderbar. Macht die Luca einigermaßen guten Schaden im Vergleich zu Luca. Natürlich könnt ihr die Dinger spawnen. Aber das ist mir egal, wenn ihr so stehen bleibt. Stich in diese Richtung. Na, du kannst keine vernünftige Attacke. Feuerwurf in diese. Ja, ist alles kacke mit der Positionierung gerade gewesen irgendwie. Aber Luca macht die Pflanzen schon mal One-Hit, das weiß ich. Zack. So, dann haben wir hier noch so ein Ding. Auf Wiedersehen. Das war mir eine Ehre. Oder auch nicht. Luca, du bist dran. Und wieder ein Kampf geschafft. Ja, Erfahrungspunkte. Tech-Punkte sind ganz wichtig. Mal erreicht nächste Stufe. Ist auch ganz gut. So, wollen wir mal gucken. Ich versuche es. Nein. Ich bin natürlich irgendwo angestoßen. Egal. Die sind ja ziemlich schnell down eigentlich. Stich in die Richtung. 4 Gegner sind in Ordnung. Ja komm, den macht er normal. Was ihr natürlich nicht hinkriegt, aber egal. Oh, die kann auch im Nahkampf draufkloppen, stimmt. Ganz vergessen gehabt. So, jetzt aber. War doch ganz gut. 75, 5 Tech-Punkte. Gold, nächste Stufe. Nächste Stufe ist immer gut. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich nach der Session auch nochmal ein bisschen Leveling, weil es ist halt wirklich schön, wenn man so schnell im Spiel vorwärts kommt. Ich meine, der Endgegner war jetzt wirklich schnell down. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das verhältnismäßig schnell war. Die Dinger sind mies. Ich meine, diese Schatten können wir nämlich nicht mit normalen Attacken angreifen. Ich probiere es mal direkt mit dem Stich, weil der ist physisch, greift dann bei 2 an. Ich probiere es jetzt mal. Oh, die haben nur 1 HP. Okay, die können kann man dann wohl nur per normaler Attacke angreifen. Per Tech, also Technik. Egal, dann machen wir das so. Zack. Was wirklich schön an dem Spiel ist, dass die Gegner halt auch so innerhalb des Kampfes komplexe Systeme haben. Es wird zum Beispiel noch Gegner geben, die wir nur mit Feuer beseitigen können, beziehungsweise mit Feuer schwächen müssen, damit wir sie dann normal weiter bekämpfen können. Und das sieht eklig aus, aber wir gehen da auch jetzt noch nicht hin, denn ich habe hier eine Truhe gesehen. Ein Äther. Dann gehen wir erstmal hier gucken. Ein Geist. 2 Geist. 3 Geist. So, links ein Zyklon, rechts eine Feuerwelle. Zyklon. Feuerwurf. Da sie keinen Angriffstech hat, ist das die beste Möglichkeit. Okay, ich habe soeben was gelernt. Kronos Stich zählt wohl als elementarer Angriff und man kann sie echt nur mit, ja, elementaren Angriffen platt machen. Aurawirbel könnten wir uns mit heilen, brauchen wir aber nicht. Feuerwurf. Ich weiß aber nicht, zu welchem Elementar dann Stich gehört. Wahrscheinlich zu, ja, Elektro, denke ich. Elektro gehört, glaube ich, im Großen und Ganzen im Spiel zu Wind und so. Von daher gibt hier sowieso nicht viele Elemente. Ich glaube, Feuer, Erde bin ich mir nicht mal sicher, Wasser, Eis, Luft, glaube ich. Ist es Luft? Nein, Gewitter ist es. Gewitter, dunkel und ganz komisch. Aber es ist alles in einem schönen ausbalanciert und ich mag das System. So, ja, euch mache ich am besten einen Flammenwurf, oder? Ein Stich auf... Ja, das reicht. Perfekt. Wunderbar. Aha. Ja, das war Glück, wenn ich... Okay, dich machen wir auch noch platt, damit die Leute euch mal sehen.
Ich weiß auch gar nicht, ich werde wahrscheinlich ein paar Kämpfe rausgeschnitten haben. Ich werde es auch ab jetzt nicht mehr erwähnen. Ich werde halt die, die ich für nötig halt drin lassen, die anderen kappen. Wir machen dich platt, du Scheißkopf. Boah, hat der viel Energie. Ist ein böser Scheißkopf. Vor allem, was macht sein Kopf? Er pellt sich, glaube ich. Und was macht er? Oh Gott. Das ist so. Das Zubat in Chrono-Trigger. Blutsauger. Gott, ey. Komm, den haben wir um. Jetzt mal. Chrono, hau drauf. Braves Mädchen. Oh. Ein Tech-Punkt noch. Schade, schade. Ja, den nächsten werden wir mal umgehen. Das ist den Kampf nicht wert, finde ich. No. Ja, Schnitt. Huah. Ach ja. Weiter geht's im Programm. So, jetzt sind wir aus der Stadt draußen und gehen erstmal in diese nächste Stadt rein. Die Ariskuppel, wo es angeblich Essen gibt. Aber das sieht ehrlich gesagt hier alles nicht viel besser aus als vorher. Von daher gehen wir einfach mal weiter. So, was haben wir hier? Platz. Hallo. Wer seid ihr? Ich bin Jeff. Alter Mann, ihr da. Woher seid ihr? Wir kommen aus den Labors im Westen. Labors? Was? Hey, hier sind Leute, die durch die Ruinen gekommen sind. Die sind Götter. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also gibt es Menschen, die diese Mutanten schlagen können? Ja, yes indeed. Red mit mir, alter wirrer Mann. Verzeiht, ich bin Duan, Nachfahre des Direktors dieses Infozentrums. In Kennen ist ein Großrechner und eine Lagerhalle mit Nahrung. Wir kommen nicht bis dahin durch, wegen der Wächterroboter. Es ist schlimm. Ja, geht ihr nach unten? Ja, wir machen denen gerade Hoffnung. Na sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Wir versuchen es eben. Okay. Wie schön, solch beherzte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt lebend wieder zurück. Ja, das Ding ist halt, diese Menschen leben hier schon seit mehreren Jahren ohne Nahrung. Das Einzige, was sie am Leben hält, ist halt dieses Ding, was anscheinend den Körper immer wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt. Ich finde diese ganze Vorstellung, auch wenn das grafisch halt, man kann sich durch die Grafik nicht wirklich hineinversetzen, finde ich, aber die Vorstellung an sich von dieser Situation finde ich einfach saumäßig gut. So, wir speichern hier mal. Hallo? Habt ihr Geld? Ja. Sicher, dass es Geld ist? Egal, ich muss einiges loswerden. Ja, das klingt gut. Allerdings haben wir von allem ziemlich viel, deswegen lassen wir das mal. Wir nehmen eine Unterkunft. Geld sparen, irgendwann zahlt es sich immer aus. Behauptete der Typ, der zur anderen Kuppel ging. Der hat es ja anscheinend auch geschafft. Objekt, Unterkunft. Oh, ach ja, wir waren ja in diesem Ding drin. Wie das Verschwendung gewesen wäre, wenn ich es hätte machen können. Der Prozess, ja. Sehen gerade, wir haben hier Optionen. Egal. Unsere Optionen sind gut eingestellt. So. Auf jeden Fall bin ich mit dem, was so alles abgeht, zufrieden. So, jetzt haben wir hier so ein Leuchtding. Dieses Pult steuert den Durchgang, wir brauchen ein Passwort dazu. Das Schöne ist, wenn man dieses Passwort schon kennt, kann man es nicht aktivieren. Das heißt, Leute, die das schon mal gespielt haben, können sich keinen Vorteil erschleichen. So, wenn wir jetzt hier hingehen, ich bin schon falsch. Ja, wir sind hier gerade irgendwie oben im Raum und über Maschinen und so ein Gedöns und hallo. Scheint eine Statue zu sein. Ein Zettel hängt daran. Warnung. Wer sich in der Nähe des Lagerraums aufhält, wird angegriffen. Okay. Kann ich mitleben. Ja, gehen wir mal hier lang. Das heißt, gehen wir mal hier lang. Das ist der einzige Weg, der uns zur Verfügung steht. Ach, sind wir schon hier? Ja, hallo, das ist unser nächster Boss. Das Programm wird ausgeführt. Chrono, was ist hier los? Male, Achtung! Ja, das ist ein Endgegner, der auch aus mehreren Teilen besteht. Und die anderen Teile, die heilen ihn, glaube ich, immer hoch und so ein Scheiß. Aber soweit ich weiß, ist das Beste, was man machen kann, einfach auf das Hauptding drauf zu knödeln. Bin mir nicht sicher, kann auch total falsch sein. Okay, das sieht gerade nicht so aus. Den zweiten Angriff hätte ich nicht machen sollen. Jetzt darf ich erstmal alle wieder hochheilen.
Okay, dann probieren wir das jetzt ein bisschen anders. Wir nehmen erstmal jeder Mad Tonic. Mad Tonic. Und ein Mad Tonic. Dann werden wir das jetzt so machen. Wir schalten eins der Bits aus, also diese Seitenteile. Und dann hauen wir total drauf, weil ich meine, dass diese Dinger nach einer Zeit respawnen. Ich weiß, dass es eine gute Taktik für den gibt. Ich kann mich noch nicht genau dran erinnern. Und ich denke mal, das wird sie gewesen sein. Eins kaputt zu machen, danach das Hauptteil zu fokussieren. Tot? Ja, danke. Nicht das Ding angreifen. Böse. Luca, Feuerwurf, Flammenwurf, was immer. Normale Attacke. Ja, Feuer macht ihm keinen Schaden. Also irgendwie klappt das nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. Weil die Dinger einfach die ganze Zeit kontern. Ja, wir haben es verstanden. Du bist Inbar. Ah, ich würde sagen, wir hauen das Ding jetzt auch noch weg. Ich mache mir hier so ein Zweier-Tech, den Aura-Wirbel, damit alle ein bisschen geheilt werden. Die Macht der Regenbogen heilt uns alle. So, jetzt müssen wir erstmal die Bits ausschalten. Beziehungsweise das Bit. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie nach einer Zeit wiederkommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall draufhauen, solange es geht. Nicht während die weg sind heilen oder so, sondern einfach knödeln. So, mach kaputt. Critical, das war gut. So, weg damit. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Ding in der Mitte nicht viel Energie hatte. Ja, jetzt beginnt hier so ein Countdown. Und dann kommt, glaube ich, entweder eine große Attacke oder die Bits kommen wieder. Und die Frage, was passiert? Ich greife auch normal an, ohne Skills, weil wir dann halt die Chance auf Criticals haben. Und hier ihr Zauber von Luca bringt ja eh nichts. Komm, hau weg. Kann ja nicht so schwer sein, das Ding umzuhauen. Eins. Komm, letzter Schlag. So, und jetzt kommen wahrscheinlich die Dinger wieder. Mittelteil belebt, und zwar die Dinger. Also machen wir doch mal die Dinger wieder kaputt. Kaputt? Nein, aber jetzt. Oder auch nicht. Ach ja, die halten zu viel aus dafür, dass sie so klein und rund sind. Amphi-Feuer. So. Wenn Corona nochmal drauf hat, dürfte es eigentlich kaputt sein. Ja, es sollte kaputt sein. Und jetzt haben wir wieder das Mittelteil. Und das sollte jetzt echt langsam umkippen. Noch nix, aber... Oh, das kann doch nicht so lange dauern. So viel Energie hat das Ding nicht. Zusammenbruch. Das war's.